Hi, in diesem Video möchte ich dir einen Kommentar beantworten, den ich von einem meiner Zuschauer hatte. Und zwar hat Acer jetzt auch eine Webcam auf den Markt gebracht, nämlich die ACR010 Webcam. Und ich war erstmal davon sehr, sehr begeistert, denn Acer ist eine Marke, die es schon lange auf dem Markt gibt, genauso lange wie Logitech, wenn nicht sogar schon länger. Und ich habe mir gedacht, dass wenn Acer eine Webcam rausbringt, die um die 60 Euro kostet, dann wird diese Webcam definitiv besser sein müssen als die chinesischen Konkurrenten, die jetzt ja so stark auf dem Markt geströmt sind, dass jetzt auch andere Hersteller mit der Webcam-Qualität und mit der Vielfalt und Funktionen der Webcams nachrücken müssen. Logitech kam ja mit der Streamcam, die du gerade hier siehst, auf dem Markt, die ja ziemlich gut ist und eine sehr gute Qualität liefert. Und die billigen Hersteller wie Orki oder Jellycomp, die haben auch durchaus sehr gute Bildqualitäten geliefert in solchen Webcams. Aber bei allen Kameras ist das eingebaute interne Mikrofon absolut schlecht, wenn man nicht sagen würde, grottenschlecht. Auch bei der Logi ist das interne Mikrofon tatsächlich schlecht, deswegen benutze ich hier das Shure MV5. Wie gut ist jetzt aber diese Acer Webcam? Ich erwarte viel, ich bin wirklich sehr gespannt, wie gut diese Webcam ist, denn sie gibt mir Hoffnung, dass die Webcams bald ja eine bessere Qualität bekommen, denn die immer noch der Platzhirsch, also die Logitech C920, ist ja schon seit 7 Jahren auf dem Markt und es gibt kaum bezahlbare oder zumindest vertretbare Alternativen für diese Kamera, die irgendwie, keine Ahnung, schon wie so ein Urgestein auf dem Markt kursiert und kein Hersteller es schafft, eine günstige Webcam zu bauen, die mindestens genauso gut ist wie die Logitech C920. Dabei ist sie ja nicht mal gut. Und die Logitech Streamcam hier, die du gerade siehst, ist ja auch nicht perfekt. Wenn ich hier das Ganze mit einem Smartphone aufnehmen würde, dann wäre die Qualität 1000-mal besser. Also da müssen wir gar nicht drüber sprechen. Deswegen war ich umso gespannter, was jetzt so ein neuer Hersteller auf dem Markt für eine Webcam bringt. Taugt die was? Ist sie genauso schlecht wie andere? Ist sie schlechter als andere? Kann sie mit den günstigen mithalten? Kann sie mit der teuren Logitech Streamcam mithalten? Das werden wir jetzt sehen und wir schalten jetzt um. Ja, und so sieht das Bild der neuen Acer ACR010 Webcam aus. Und so hört sie sich an, wenn du das interne Mikrofon der Webcam benutzt. Ich weiß wirklich nicht, warum die Hersteller erstens einen so weiten Ausschnitt in der Webcam machen, sodass hier sogar ein Fischei zu sehen ist. Und zweitens, warum sie das Mikrofon in der Webcam so schlecht machen müssen. Es gibt doch so viele billige Mikrofone, die einfach gut sind. Warum kann man nicht in einer Webcam das Mikrofon so machen, dass es wenigstens benutzbar ist? Denn so wie du es jetzt hörst, ist das Mikrofon einfach Schwachsinn, weil du kannst so definitiv nicht an einer Webkonferenz und nicht beim Streaming teilnehmen. Selbst das interne Mikrofon vom Laptop ist hier nochmal deutlich, deutlich besser als das Mikrofon der Acer ACR010 Webcam. Hier siehst du nochmal den bunten Hintergrund, mit dem jeglicher Autofokus von Webcam extrem große Probleme hat. Ich habe dir jetzt auch mal das interne Mikrofon des MacBook Pro angeschlossen, weil ich dir das interne Mikrofon der Acer ACR010 Webcam nicht mehr länger antun wollte. Du hörst hier definitiv einen großen, großen Unterschied und das Mikrofon im MacBook Pro ist auch nicht das Beste. Ja, so sieht die Webcam halt aus, wenn du wirklich einen sehr unruhigen und bunten Hintergrund hast. Jetzt merkst du die Bildfehler nicht mehr so stark wie vorhin. Vorhin hast du definitiv Pixel-Artefakte gesehen, die bunte Flecken erzeugen. Das heißt, hier ist die Kamera nicht nur schlecht von der Auflösung her, von der Schärfe her, sondern dass sie tatsächlich auch Pixelfehler macht und
Du musst bedenken, ich habe hier gerade zwei große Lichter auf mich scheinen. Ja? Wenn wir jetzt die Lichter nochmal reduzieren und dadurch dann die Lichtintensität rausnehmen, dann siehst du, wie schrecklich die Kamera hier einfach aussieht. Da ist schon die Kamera des MacBook Pro definitiv besser oder zumindest fast genauso gut und die ist ja schlecht. Ja? Ich habe das gleiche auch mal bei der Orki-Webcam und bei der Jellycomp-Webcam gezeigt. Die eine kostet 27 Euro, die andere kostet gerade mal irgendwie an die 30, 39 Euro, je nachdem, wie gerade das Angebot ist. Und die, selbst die No-Name-Webcams, beziehungsweise Orki ist ja mittlerweile kein No-Name, aber trotzdem, das ist keine richtige Marke, das ist eine billige China-Marke. Selbst diese Webcams bieten eine wesentlich bessere Bildqualität. Wir haben ja jetzt gelernt, dass die Mikrofone der Webcams alle Schrott sind. Du brauchst ein externes Mikrofon. Okay, damit kann ich irgendwie leben. Damit musst du leben. Und deswegen mache ich auch diese Reviews für dich, damit du das auch weißt. Das heißt, wenn du eine Webcam benutzen möchtest, die in diesem Preisrahmen liegt, brauchst du immer ein externes Mikrofon. Würde ich dir zumindest raten, ein externes Mikrofon zu benutzen. Ich blende dir mal hier noch ein Beispiel zu den Orki Webcams ein, die ich am Anfang meiner Recherche definitiv als schlecht eingestuft habe. Aber mittlerweile würde ich sagen, die haben tatsächlich für den günstigen Preisbereich bei Webcams mit die beste Bild- und Videoqualität, die es bei Amazon so in der besten Liste der Webcams gibt. Und da der Ton der Acer ACR010 auch nicht besser ist als der von den Orki Webcams, gibt es hier definitiv auch keinen Bonus. Also diese Kamera, diese Acer ACR010 Webcam werde ich definitiv wieder zurücksenden, weil die ist einfach qualitativ unterirdisch schlecht, wesentlich schlechter als andere günstige Webcams. Ja, und so hört sich der Ton an der neuen Orki Webcam. So sieht sie natürlich auch vom Bild aus. Der Ausschnitt ist der gleiche, hier siehst du sehr viel vom Raum. Allerdings finde ich das Bild von der alten Orki Webcam besser. Auch wenn der Ton hier definitiv sauberer klingt, es gibt zwar noch ein Grundrauschen, aber das ist noch vertretbar. Das heißt, es stört während des Gesprächs nicht ganz so stark wie bei der alten Orki Webcam. Ja, und hier siehst du das Videobild der Webcam original in voller Full HD Größe. Und du hörst mich über das eingebaute Mikrofon der Webcam. Du hörst hier ein sehr, sehr, sehr starkes Grundrauschen. Ich frage mich, warum nur? Denn das muss ja alles gar nicht sein. Die Qualität dieser Orki Webcam ist gar nicht mal so schlecht. Und wenn man hier jetzt ein anderes Mikrofon wählen würde, dann wäre die Webcam an sich für diese 32 Euro, die sie eigentlich nur kostet, tatsächlich gar nicht mal so übel. Ja, und so sieht das Bild der neuen Acer ACR010 Webcam aus. Und so hört sie sich an, wenn du das interne Mikrofon der Webcam benutzt. Ja, hier nochmal zum Vergleich die Logi Streamcam. Also du siehst ganz, ganz deutlich, dass sie auch bei diesem Hintergrund ein besseres Bild macht als alle anderen Webcams, die ich dir hier gezeigt habe. Es ist auch vom Ausschnitt her wesentlich interessanter, denn ich habe hier nicht so viel Platz, dass ich die Webcams so nah an mich stellen kann. Denn ich müsste die Webcam sehr nah an mich dran stellen und dann quillt die Nase quasi nach vorne, wenn ich die Acer oder die anderen Webcams hier positionieren möchte. Die Logi hat ein viel kleiner beschnittenes Bild, sodass auch du vom Hintergrund nicht allzu viel mitbekommst, beziehungsweise deine Zuschauer vom Hintergrund nicht allzu viel sehen müssen. Warum die anderen Hersteller hier sowas Weitwinkliges einbauen in ihre Kameras, das kann ich absolut nicht verstehen. Denn eigentlich
muss man ja nur mich sehen und nicht meinen Hintergrund. Es ist eh schwer in Videokonferenzen oder in Streamings den Hintergrund so zu gestalten, dass der auch ansehnlich ist. Ja, da muss nicht die Webcam auch noch das Ganze sehr breit auch den Zuschauern zeigen. Zudem ist es ja auch so, dass ein weitwinkliges Objektiv das Ganze ja sehr fischeiig macht. Das hatte ich ja vorhin am Anfang bei der Acer einmal hier mit dem Arm gezeigt. Da war dieser Strich hier schon sehr, sehr, sehr oval und sehr verzerrt. Also sprich, dass sogar mein Gesicht war deswegen verzerrt. Um jetzt mal ganz ehrlich zu sein, das interne eingebaute Mikrofon der Logitech Streamcam, was du gerade hörst, ist zwar nicht gut, aber von allen hier gezeigten Webcams bisher definitiv besser. Und man kann das Mikrofon tatsächlich auch nutzen. Ich würde es nicht machen, ich würde wirklich ein externes Mikrofon benutzen, wie das HyperX Solocast beispielsweise. Das ist ein günstiges, gutes Mikrofon. Oder hier eben das Shure MV5. Wenn du auf ein etwas besseres Mikrofon setzen möchtest. Ich finde es zumindest besser. Ob du es besser findest, das kannst du selbst entscheiden. Ich habe ein paar Videos dazu gemacht und ich blende dir hier mal eine Infocard ein. Dort kannst du dir alle von mir getesteten USB-Mikrofone ansehen. Hier geht es ja aber hauptsächlich um das Mikrofon der Webcam. Und die Logi Streamcam bietet hier wirklich ein benutzbares Mikrofon. Ja? Das ist nicht perfekt. Das ist auch nicht besser als das eingebaute Mikrofon des MacBook Pro. Aber das hat einen ganz großen Vorteil, denn der Abstand zwischen Kamera und PC bzw. den Lautsprechern des PCs ist größer, so dass du hier definitiv viel weniger Probleme mit einer Rückkopplung haben wirst. Du hast am MacBook Pro definitiv keine Probleme mit einer Rückkopplung, aber das MacBook Pro muss hier den Ton immer hin und her regeln, sodass es das Mikro aufmacht, wenn du sprichst, und das Mikro zumacht, sobald jemand anders spricht. Das hört sich in so einer Videokonferenz nicht besonders gut an. Und wenn das Mikrofon weiter weg von den Lautsprechern ist, dann ist das Herunterregeln nicht mehr so stark, sodass du hier ein wesentlich homogeneres Audioszenario hast. Und so eine Videokonferenz ist ja schon sehr, sehr anstrengend. Das muss nicht noch anstrengender werden mit schlechtem Ton. Deswegen, wenn du wirklich in einer Videokonferenz gut aussehen möchtest und auch gut klingen möchtest, dann kauf dir mindestens das HyperX Solocast Mikrofon und mindestens eine Logi Streamcam oder eine Logitech C920 Kamera. Und falls dir das HyperX Solocast immer noch zu teuer sein sollte und du dennoch sehr gut in einer Videokonferenz klingen möchtest, dann kannst du dir einfach so ein günstiges Lavalier-Mikrofon kaufen. Das ist jetzt eins von Boya. Das gibt es so leider nicht mehr. Das klingt wirklich sehr gut, meiner Meinung nach. Aber du kannst dir beispielsweise auch das Lavalier-Mikrofon von Amazon Basics direkt kaufen. Das klingt auch wirklich richtig, richtig gut und kostet gerade mal 10 Euro. Und du hörst, dass du eben mit so einem Mikrofon wesentlich besser klingst als mit jeglichen Mikrofonen, die direkt in die Webcams verbaut sind. Sogar das Mikrofon, welches in die Logitech Streamcam verbaut wurde, klingt viel, viel schlechter als so ein simples, günstiges Ansteckmikrofon, welches du einfach hier unter deinem Pullover, unter deiner Bluse zum Computer leiten kannst und hier deine Soundqualität um ein Vielfaches verbessern kannst, ohne ein teures USB-Mikrofon nutzen zu müssen. Ja, mein Resümee, mein Fazit zu der Acer ACR010 Webcam, also für den Preis definitiv nicht empfehlenswert. Da gibt es von Orki definitiv bessere Webcams mit besserem Bild. Beide, oder Orki und die Acer Webcam, haben eine sehr, sehr schlechte Audioqualität, sodass du ein externes Mikrofon nutzen solltest. Die Logi hat übrigens auch keine gute Audioqualität, deswegen benutze ich das Shure MV5 ja auch
an dieser Stelle, um dir einfach mal das Optimum in so einem Setup zu zeigen. Ja, es kostet etwas mehr, aber die Bildqualität, die du hier deinen Zuschauern lieferst, auch in einer Webkonferenz, ist es ja nicht unbedingt unbedeutend. Ja. Die ist nun mal mit der Logi Streamcam und so einem externen Mikrofon wesentlich besser. Die Logi Streamcam ist mittlerweile wieder erhältlich und kostet auch nur 120 Euro. Es ist das Doppelte wie die Acer ACR 010, aber du siehst ja selbst, dass sich das definitiv auch lohnt.